Also seit 1989, als der Mauer fiel und damit wir ein visuelles Signal hatten, dass die Ära des Kalten Krieges, das heißt der Separation zwischen Ost und West, zu Ende gegangen ist, sprechen wir von Globalisierung. Und die hat auch ihre Effekte auf die Kunstszene, auf den Kunstmarkt dergestalt. Wir hatten ungefähr bis 1990 10 Biennalen von Venedig bis nach São Paulo. Mittlerweile haben wir über 100 Biennalen. Wir haben auch sehr, sehr viele Kunstmessen. Also es gibt jetzt jenseits der traditionellen Ausstellungsorte wie Museen, Kunstvereine und Kunsthalle, ja, gibt es eine enorme Konkurrenz durch Kunstmessen, durch Biennalen, an welchen Orten das Publikum eben die Gegenwartskunst kennenlernen kann. Es hat sich aber gezeigt, dass auch eine gewisse Sezession aufgetreten ist zwischen der Kunst, die am Markt ausgestellt wird. Das ist meistens die klassische Moderne und der Kunst der Biennalen. Und das ist meistens die sehr, sehr junge Gegenwartskunst. Für Deutschland hat es eine große Bedeutung, weil wir haben in Deutschland eine der wichtigsten Ausstellungen zur Gegenwartskunst mit dem Namen Documenta. Aber diese Documenta findet alle 5 Jahre statt mit dem Auftrag, die relevante Kunst der letzten 5 Jahre darzustellen. Aber durch die Entwicklung hin zur Quote, dass man immer mehr Besucherzahl zu lukrieren versucht, ist die Documenta zurückgefallen auf eine, die Documenta Kassel, auf eine Biennale mit regionalem Bezug. Und noch viel mehr, sie ist eher geworden zu einem Ort der Selbstdarstellung, ja, des Weltbildes der jeweiligen Kuratoren. Dadurch entsteht eine Lücke, dass das Publikum gar nicht so sieht, was die zeitgenössische Kunst wirklich produziert, sondern das Publikum sieht einerseits das Weltbild des Kurators oder es fährt dann nach Asien zu diesen Biennalen dort und sieht dann halt sehr viel asiatische Kunst. Auf der Kunstmesse selber sieht es mehr oder minder die klassische Neomoderne. Aber jetzt im 21. Jahrhundert gibt es neue Strömungen, die vor allem damit zu tun haben, dass wir entdecken, dass die Versprechungen der Moderne im 20. Jahrhundert nicht eingehalten worden sind, sondern sogar sagen können, ein Jahrhundert mit zwei Weltkriegen, mit über 200 Millionen Toten, ist vielleicht gar nicht das aufgeklärte Jahrhundert, das wir uns vorspiegeln, sondern vielleicht ist das 20. Jahrhundert sogar ein Rückfall gewesen in das finsterste Mittelalter. Und wir wissen ja, auf das Mittelalter ist gefolgt die Renaissance, das heißt die Wiedergeburt. Und es gibt sehr, sehr viele Anzeichen von der Wissenschaft, von der Technik und auch von der Kunst, dass wir danach streben, eine Wiedergeburt zu machen mit den neuen Technologien. Also wir brauchen eine Kunstausstellung, die in der Tat zeigt, wie unter dem Einfluss der neuen Technologien und dem Einfluss neuer Ergebnisse der Wissenschaft auch wieder neue Kunst entstanden ist. Und diese Kunst sozusagen, ja, die weltweit produziert wird, von Chile bis China, die möchten wir hier in Karlsruhe zeigen. Das heißt, ein wirklicher Versuch eines Durchbruchs auf die Kunst der Gegenwart. Und nachdem ja Karlsruhe 300 Jahre schon existiert, liegt der Gedanke nahe, eben, dass wir auch eine Ausstellung machen mit 300 Tagen. Das braucht man auch gewissermaßen, um diese Magellanische, diese Weltumsegelung, um die Kunstszene, auch die globale Kunstszene zu machen.